Rappertochter lebt auf der Straße. Dr. Dre gehört zu den einflussreichsten Rappern und Produzenten der USA. Geldsorgen dürfte er also eigentlich nicht haben. Bei seiner Tochter Latanya Young, 38, sieht das allerdings ganz anders aus. In einem Interview erklärt sie jetzt, dass sie sogar obdachlos ist. Latanya kann sich keine eigene Wohnung leisten. Obwohl Latanya gleich mehrere Jobs hat, kann sie die Miete für eine Bleibe in Kalifornien nicht stemmen, das erzählt sie jetzt dem Online-Portal Daily Mail. Ich nehme Gelegenheitsjobs an, nur um über die Runden zu kommen, als Monteurin im Lagerhaus habe ich $15 pro Stunde verdient, erklärt sie im Interview. Die vierfache Mutter sei jedoch hochverschuldet und versuche, ihren Kopf über Wasser zu halten. Doch was ist mit ihrem Nachwuchs? Meine Kinder sind bei Freunden untergebracht, sie leben nicht im Auto, sondern nur ich, klärt sie auf. Aktuell biete ihr Wagen ein Dach über dem Kopf, doch sie gehe davon aus, dass man ihr den schon bald ebenfalls wegnehmen werde. Die Kosten für den SUV seien einfach zu hoch. Latanias berühmter Vater Dr. Dre soll millionenschwer sein. Doch wie kommt es, dass die 38-Jährige quasi auf der Straße sitzt, während ihr Vater ordentlich etwas auf der hohen Kante hat? Das Vermögen des Musikproduzenten wird immerhin auf umgerechnet sage und schreibe 675.760.000 Euro geschätzt. Ich bin obdachlos und ich habe meinen Vater um Hilfe gebeten, so Latanya weiter. Sein Anwalt hätte diese Bitte jedoch ausgeschlagen, er sei nicht bereit, seiner Tochter, die er 18 Jahre nicht gesehen hat, unter die Arme zu greifen. Der Grund, sie soll einst gegenüber der Presse über ihren Dad ausgepackt haben. Ich versuche nur, mit ihm zu kommunizieren und herauszufinden, ob er mit seinen Enkelkindern sprechen will. Meine Kinder sind alt genug, um zu wissen, wer er ist. Sie sind schockiert, dass er nichts mit ihnen zu tun haben will, hält sie geknickt fest.